Wir besuchen die 23-jährige Jimin etwas außerhalb im Norden von Peking. Das ist mein Zuhause. Das hier ist meine Küche. Auch wenn eigentlich alles da ist, koche ich quasi nie. Das sind die Fotos von meinem Lieblingsstar und ein paar Fotos von Urlauben, an die ich gerne zurückdenke. Das da hängt als Motivation hier, damit ich es jeden Tag ansehen kann. Das macht mir Mut. Jimin ist Berufseinsteigerin und will erst mal Geld verdienen, um sich etwas anzusparen. Zum Frühstück ist heute ihre Freundin Yandi zu Besuch. Es gibt Wraps und Kaffee von Burger King, weil das am schnellsten geliefert wird. Dabei unterhalten sich die beiden über ihre Social-Media-Accounts. Das wird von echten Menschen geliked. Es kostet allerdings 14 Cent pro Like. Das ist es nicht wert. Ein Like für 14 Cent? Hier kannst du auch einfach bezahlen, damit mehr Menschen deine Beiträge sehen. Ich zeig's dir. Vor rund einem Jahr hat Jimin ihren ersten Job angefangen. Bei dem Handyhersteller Xiaomi arbeitet sie als Social Media Managerin. Eigentlich kommt sie aus der Provinz Jilin, ganz im Norden von China. Nach der Schule nach Peking zu gehen und dort zu leben, war nicht ihre Idee gewesen. Während des Abiturs habe ich meine Eltern nicht verstanden. Sie waren so streng zu mir und haben von mir verlangt, dass ich zum Studieren nach Peking gehe. Später an der Uni habe ich gemerkt, dass es hier wirklich viele Chancen für mich gibt und dass ich hier wichtige Leute treffen kann. Erst dann habe ich verstanden, warum sie von mir verlangt haben, dass ich nach Peking ziehe. Doch das Leben in Peking hat auch seine Nachteile. Wohnraum ist hier sehr teuer, die Wohnungen häufig klein. Jimin lebt am Stadtrand, damit sie jeden Monat ein bisschen Geld sparen kann. Umgerechnet 485 Euro zahlt sie für 30 Quadratmeter. Von ihrem Gehalt bleiben jeden Monat etwa 135 Euro übrig. Anders dagegen das Leben von Semai. Er lebt rund 40 Kilometer von Jimin entfernt. Das ist unser Wohnzimmer. Hier sitze ich, wenn ich nichts zu tun habe. Tagsüber kann man die Sonne genießen und abends kann man Fernsehen. In diesem Zimmer lerne ich, mache ein paar Investitionen und manchmal ruhe ich mich hier aus. Es ist sehr ruhig hier, das mag ich. Semai startet mit einem Steak in den Tag. Der 19-Jährige lebt noch bei seinen Eltern. Eine Haushaltshilfe übernimmt hier das Kochen und Putzen. In den meisten chinesischen Familien arbeiten beide Elternteile. In den Großstädten leisten sich die Gutverdiener deshalb eine Haushaltshilfe, die auch die Kinder betreut. Meistens frühstücke ich mit meinen Eltern. Der Tisch ist dann voller Essen. Das ist bei uns eine Tradition. Seit ich in die Schule gehe, weil es die eine Stunde am Tag ist, wo wirklich die ganze Familie zu Hause ist. Semai hat letztes Jahr seinen Schulabschluss gemacht. Bis zum Herbst bereitet er sich auf das Studium vor. Er will in London studieren und muss dafür einen Englischtest bestehen. Die stressigste Zeit für mich war während meiner Abschlussprüfung, vor rund einem Jahr. Alles war in Englisch. Und Englisch ist nicht meine Muttersprache. Das hat die ganze Prüfung sehr schwierig gemacht. Vor allem Mathematik und Wirtschaft. Ich musste eine Menge auswendig lernen. In der Zeit habe ich sehr viel Privatunterricht genommen, weil der Druck sehr groß war, gute Noten zu schreiben. Das hat mich wirklich viel Mühe gekostet. Nur wenige Chinesen können sich ein teures Studium im Ausland leisten. Aber Semais Familie gehört zu den Wohlhabenderen. Von einer Wohnung dieser Größe können die meisten Chinesen nur träumen. Semais Vater arbeitet in der Investmentbranche. Seine Mutter ist PR-Beraterin. Er selbst hat sein erstes Geld schon sehr früh verdient. Ich mache Geschäfte, seit ich 14 bin. Damals konnte man gutes Geld mit dem Verkauf von Sneakern online machen. Über die Jahre sind die Preise immer weiter gestiegen und ich habe daran mitverdient. Das ist der Raum für meine Sneakersammlung.
Komm, ich zeig's euch. Es ist gerade etwas unordentlich, weil ich angefangen habe, die Sammlung zu verkaufen. Die, die hier noch übrig sind, gehören zu den teuren und lassen sich nur langsam verkaufen. Ich will aber alle loswerden, bevor ich ins Ausland gehe. Rund 9 Kilometer entfernt von Semai wohnt die 15-jährige Schülerin Jing Han mit ihrer Familie. Das ist unser Wohnzimmer. Wenn wir alle zusammen essen, dann machen wir das hier. Morgens stehen wir zu unterschiedlichen Zeiten auf. Also essen wir nicht zusammen. Da drüben steht das Bett meines Bruders. Da schläft er und macht seine Hausaufgaben. Hier wohnt unsere Haushaltshilfe. Meine Eltern haben viel zu tun, deswegen werden mein Bruder und auch ich von ihr aufgezogen. Nach der Schule ins Ausland gehen, das ist für Jing Han gerade noch sehr weit weg. Sie ist erst 15. Bis vor kurzem hat sie sich noch ein Zimmer mit ihrem kleinen Bruder geteilt. Wenn du ins Ausland gehen müsstest, wohin würdest du gehen? Ich will gar nicht gehen. In China wird doch eh nichts aus dir. Sag mir, wohin du gehen willst. Chongqing. Wenn Chongqing ausländisch wird, dann könntest du in China ins Ausland gehen. Alle gehen ins Ausland. Willst du nicht auch gehen? Sag mir einfach, welches Land du außerhalb von China am liebsten besuchen würdest. Erstmal überlegen, welche anderen Länder es gibt. Gerade mal 110 Quadratmeter groß ist die Wohnung von Jing Hans Familie. Auf dem Papier sind ihre Eltern trotzdem Millionäre. 2007 haben sie die 3,5 Zimmer für umgerechnet 100.000 Euro gekauft. Heute sind sie mehr als 1 Million Euro wert. Die Immobilienpreise in Peking sind in den letzten Jahren explodiert. Trotzdem ist hier kaum genug Platz für 5 Personen. Es ist 9:30 in Peking. Berufseinsteigerin Jimin macht sich auf den Weg zur Arbeit. Rund 1 Stunde dauert die Fahrt ins Büro jeden Tag für sie. Mit ihrem Job hat sie trotzdem großes Glück gehabt. Bei Xiaomi arbeitet sie zu normalen Arbeitszeiten. In vielen chinesischen Firmen gilt 996, wie man in China sagt. Arbeiten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. An 6 Tagen in der Woche. Jimin rechnet fest damit, dass ihre Kinder später bei den Großeltern aufwachsen, wie es in China häufig vorkommt. Ich hoffe, dass es in 10 Jahren eine Schnellzugverbindung von Peking in die Stadt meiner Eltern gibt. Wenn ich Kinder habe und mein Mann auch arbeitet, könnten meine Eltern auf die Kinder aufpassen. Ich würde mir deshalb wünschen, dass ich schnell zu ihnen fahren könnte, damit ich dann meine Eltern und meine Kinder sehe. Auch auf dem Weg zur Arbeit versucht Jimin ein bisschen zu arbeiten. Mit ihrem Smartphone betreibt sie einen kleinen Online-Shop, auf dem sie Blusen und Kleider verkauft. Im Monat kommen damit durchschnittlich immerhin 200 Euro zusammen. Der wohlhabende Semai nutzt derweil das gute Wetter, um mit seinem Hund Cookie Gassi zu gehen. In den Monaten, bevor er nach England zieht, geht er es ruhiger an. Hier in einem Villenviertel von Peking lässt es sich gut leben. Hier leben Botschafter aus verschiedenen Ländern und einige Prominente. Aber die meisten hier sind Geschäftsleute. In Peking hat die Wohnanlage hier einen sehr guten Ruf. Der Unterschied zwischen arm und reich ist in Chinas Hauptstadt sehr groß. Doch während der Pandemie galten für alle dieselben Regeln, die sehr streng waren. Schon wenige Fälle führten dazu, dass eine Millionenstadt wie Peking über Wochen abgeriegelt wurde. Semai hat Glück gehabt. Klar, wir hatten ein größeres Haus und einen Garten, um herumzugehen. Aber zu unserer eigenen Sicherheit sind wir auch nicht viel rausgegangen. Es war auch gefährlich, also sind wir auf unserem Grundstück geblieben. Nur eben mit Garten. Obwohl wir sie an einem Samstag besuchen, hat Schülerin Jing Han einen strengen Zeitplan. Nach dem Frühstück will sie gleich mit dem Lernen anfangen, damit sie am Nachmittag noch etwas Freizeit hat. Am wenigsten mag ich die Fächer Physik und Chemie. Wissenschaft finde ich immer schwierig. Die letzten 3 Jahre hat sie immer wieder wochenlang nur in diesem Zimmer gelernt. Ein paar Corona-Fälle irgendwo in der Stadt haben ausgereicht,
und die Schulen wurden geschlossen. Wie ist es, jetzt wieder normal zum Unterricht gehen zu dürfen? Die Corona-Regeln wurden Anfang des Jahres gelockert. Wir sind dann gleich wieder normal in die Schule gegangen. Ich kann wieder mehr Zeit mit meinen Lehrern und Mitschülern verbringen. Das macht mich ziemlich glücklich. Der Druck, der auf Schülern in China lastet, ist extrem hoch. Jeder will später die Möglichkeit haben, an einer guten Universität zu studieren. Wie die meisten ihrer Freunde verbringt Jingham deshalb mehr als die Hälfte des Tages in der Schule. Wir verbringen normalerweise etwa 13 Stunden am Tag in der Schule. Zu Hause machen wir dann noch Hausaufgaben. Da bleiben meist nur ein paar Stunden in der Woche für Hobbys. Ich gehe zum Beispiel 1,5 Stunden in der Woche zum Tanzen. Für das Klavier bleibt da höchstens 1 Stunde in der Woche. Wir treffen Berufseinsteigerin Jimin auf dem Weg zur Mensa auf dem Gelände ihres Arbeitgebers. In diesen Gebäuden hat das Elektronikunternehmen, das in Deutschland für seine Smartphones bekannt ist, rund 25.000 Mitarbeiter. An ihrem Arbeitsplatz dürfen wir Jimin nicht filmen, aber mit ihr essen gehen ist in Ordnung. Wie war es eigentlich, hier inmitten der Corona-Lockdowns zu arbeiten? Während der Pandemie haben wir die meiste Zeit von zu Hause gearbeitet. Wenn es keine Fälle gab, konnten wir ins Büro kommen. Aber es waren nur sehr wenig Leute da und jeder Tisch wurde abgesperrt. Jetzt ist es hier wieder belebter. Ich finde das besser. Viele Chinesen haben unter den strengen Corona-Auflagen in den letzten Jahren sehr gelitten. Auch Jimin hatte nach der Uni eigentlich andere Pläne. Eigentlich war es mein Traum, Moderatorin zu werden. Aber während der Pandemie wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Jetzt, wo sich alles wieder öffnet, habe ich hoffentlich wieder Gelegenheiten zu moderieren und an meinem Traum zu arbeiten. Am Nachmittag besucht der baldige Auslandsstudent Semai seinen Freund Shaolun. Die beiden machen etwas, was sonst eher ältere Chinesen tun, mit Walnüssen spielen. Die Nüsse verändern irgendwann ihre Farbe. Zum Beispiel habe ich mit diesen hier so lange gespielt, bis sie dunkel geworden sind. Es fühlt sich an, als hätte man was geschafft und es hilft zu entspannen. Doch schon bald tauschen sie Nüsse gegen PlayStation. Statt dem in China populären Basketball spielen sie heute ausnahmsweise Fußball. Wird Shaolun auch in England studieren? Mein Freund hier sagt, ich sollte auch im Ausland studieren. Wir haben nur ein Leben und wenn wir nie ins Ausland gehen, verpassen wir vielleicht was. Ich werde mich wahrscheinlich bald darauf vorbereiten. Aber wenn ich gehe, dann nicht so lange. Vielleicht 2 Jahre. Shaolun scheint nicht wirklich überzeugt und auch Semai erzählt, dass er mit gemischten Gefühlen nach Europa schaut. Wenn ich im Ausland studiere, kann ich meinen Horizont erweitern und neue Orte sehen. Aber zu Hause zu bleiben hat auch seine Vorteile. Es ist nicht sicher im Ausland, darüber mache ich mir Sorgen. Ich habe von den Messeangriffen in Manchester gehört und das hat mir große Angst gemacht. In China würde so etwas nicht passieren. Ich werde außerdem bestimmt ein wenig einsam sein, immerhin verlasse ich meine Heimat. Insgesamt bin ich aber zufrieden mit meiner Entscheidung. Schülerin Jinghan geht am Samstagnachmittag zum Tanzen in ein Studio um die Ecke. Wie in Amerika gibt es in China große Malls, in denen man shoppen, essen, aber eben auch tanzen kann. Obwohl sie erst 15 ist, spielt die chinesische Regierung auch in ihrer Freizeit schon eine Rolle. Seit rund 2 Jahren versucht die Partei, ausländische Musik, vor allem aus Südkorea, zu regulieren. In den meisten Tanzstudios in Peking bleiben Künstler aus dem Ausland aber beliebt. Auch heute kommt die Musik mal wieder aus Südkorea. Nach dem Tanzen wird Jinghan von ihren Eltern abgeholt. Die Familie fährt fast jedes Wochenende zu den Großeltern am Rand der Stadt. Ihre Oma freut sich auf den Besuch. Sie sind unter der Woche in der Schule, also kann ich sie nur am Wochenende sehen. Die Vorfreude ist deshalb groß. Für Schülerin Jinghan geht der Samstag mit einigen typisch chinesischen Gerichten zu Ende. Ein wenig Freizeit, bevor sie am Sonntag wieder lernen muss.
Berufseinsteigerin Jemin kommt nach der Arbeit erst um 22 Uhr zu Hause an. Wenn sie noch Energie hat, versucht sie, sich weiterzubilden. Jetzt, wo die Pandemie vorbei ist, kann sie vielleicht doch noch Moderatorin werden. Ob sie manchmal von Europa träumt? Wenn ich in Europa leben würde, dann würde ich wahrscheinlich nur die Hälfte der Woche arbeiten. Die andere Hälfte meiner Zeit könnte ich dann super nutzen für ein paar Nebenjobs oder um das Leben zu genießen. Auf den ersten Blick könnte das Leben von Jimin, Simai und Jinghan kaum unterschiedlicher sein. Und doch haben sie gemeinsam, was so viele Chinesen antreibt. Sie geben alles, um ihre Träume zu erreichen.